Oh, die eine haben wir sogar überlebt, kurzzeitig. Lava, kind of stuck over here. So, das war die letzte. Stab der bleichen Schatten. Aber nein, wir haben für Alof was Besseres. Gut, das war Ebene 10. Ebene 10 war... ja. Mehr kann man dazu jetzt gerade echt nicht sagen. So, Ebene 11 ist auch nicht unbedingt viel größer und wir haben die Haupttreppe hier auch gleich. Okay. Ja. Das ist der Weg, der führt hier hoch. Von Ebene 11 aus. Bohrlinge. Bohrlinge sind jetzt nicht wirklich gefährlich, muss ich sagen. Oh, noch mehr Rastvorräte. Aber weißt du was, dann benutzen wir doch einmal ein paar Rastvorräte. Ja. I shall be quiet as a calm sea. Okay, Mempefka und alles andere mögliche. Which is not. Schatten hinter uns. Okay. I'm here. After. This is important. Lava, be on seat. Okay, Alof, zieh dich mal zurück. I have. Oh, das ist mich umgehauen. Ach, weil deine Adlergarn auch noch dazwischen steht. Mal raus, dann stehst irgendwie ungünstig. So. Yes. Okay, hier ist Vegetation, durch die wir uns durchhacken könnten. Au, oh, und ich habe geschwollene Augen und geprellte Rippen. Nicht so schön. Let's see what lies this way. Au, oh, das ist ein ordentlicher Batzen. Hey, hey.
thing isn't doing the job. So, so Sporen. My bow's ready. Ich kann er angreifen. Keiner sollte aufhören, verwirrt zu sein. Yes? Yes? Gut. Oh, noch ein neuer Zauberstab. Und da liegt noch was. Gut. I'm on the trail. Hope that helps. So, das Dickicht hier. Noch eins. Die leuchtende Pilze verströmen einen schweren, erdigen Moschusgeruch. I'm here. Wow, okay. I'm here. Ihr seid keine Feinde. Ihr seid Feinde. Okay. Oh, Kanna ist jetzt unbewaffnet gerade. Gut. Warte, war das ein Ring? Das war doch ein Ring gerade eben, oder? Ja. Gewandtheit plus drei Reflexe plus 5 und Bewahrung. Ha. Ja, ich kenne da ein paar Leute, die noch einen Ring gebrauchen könnten. Margrin's fire casts light in dark places. Ja! Rift Ulixa! You're not getting through me. Ja, die riesige Feuchtspore, die sieht ein bisschen böse What? Aus. Ah, Texas. Lavaru Beyond Seek. Varanthus! Stand together! So, jetzt ist noch diese Sumpfspore hier übrig. Gut. I'd be glad to. Hier liegt. Wow, Falle. Oh, was ist das? Oh, ein Rapier, Alof. Jetzt hat Alof einen sehr schönen Rapier. Ich habe so das Gefühl, ich hätte mich auch hier durchhacken können und die da umgehen, aber dann hätte ich den Rapier nicht gekriegt. Hm. Eine verschlungene Masse aus bösen Dornen und dicken Ranken erstreckt sich in den Höhlenwänden. Über die Kluft hier und da gibt es Lücken in der Vegetation. Durch die du die Kammer dahinter sehen kannst. Unverletzt dorthin zu gelangen, wird allerdings schwierig werden. Die Ranken betrachten.
Die Wagen sind mittlerweile so dick ineinander verflochten, dass sie eine fast undurchbrechbare Wand bilden. Viele der Dornen sind so lang wie der Durchmesser deiner Handfläche. Von Zeit zu Zeit hörst du ein ganz schwaches Ächzen, als ob sich etwas in der Masse leicht verschoben hätte. Die Vegetation mit deiner Waffe wegschneiden. Du versetzt sie der nächsten Rampe einen kräftigen Schlag und erzielst damit kaum Wirkung. Diese Ranken scheinen auf unnatürliche Weise widerstandsfähig zu sein. Ganz gleich, wie sehr sie gehauen, zerschlagen oder zerschnitten werden, es bewirkt kaum etwas. Alle Ranken abzuschneiden würde viel zu lange dauern. Dann weggehen. Wir haben doch den Weg außen rum gefunden. Nehmen wir den. Das ist jetzt 11. Also haben wir noch 12, 13, 14 und 15. Also noch 4 Ebenen vor uns. Ja, machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Mit der nächsten Ebene. So, das hier sieht wieder nach Mietwrack aus. In dieser grünen Flüssigkeit bewegen sich wimmelnde Larven auf und ab. Mhm. I'm here. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Ein Vitag-Wachposten, okay. Crave does not believe. Ein paar Vitrags, nicht Vitrags, Spinnen. Giftsäcke. Noch mehr Edelstein. Noch viel mehr Diamanten. Diese Nester scheinen verlassen und von Spinnen in Beschlag genommen worden zu sein. Im Portal davon liegen Knochen und andere sterbliche Überreste. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie nicht nach Spinnennestern, sondern eher nach Riesenwespen aus. Margrin's Fire casts light in dark. So, bevor wir uns mit Vitrag-Wachposten anlegen. Oh, ups. Eine Gruppe Robenträger blockiert den Weg. Ihre Köpfe besitzen eine fürchterliche Ähnlichkeit zu denen der Spinnen, von denen diese Höhlen befallen sind. Ihre Unterkiefer klappern mit kleinständigen Bewegungen im gedämpften Licht der Höhlen. Im gedämpften Licht der Höhlen scheinen ihre runden schwarzen Augen wie Juwelen zu leuchten. Sie schauen hoch, als du dich näherst. Du spürst etwas Eigenartiges, Juckendes in deinem Kopf, als ob jemand mit den dünnen Fingern durch deine Gedanken fahren würde. Ein gedämpftes Leiden erfüllt deinen Verstand, gefolgt von einem ungleich lauten, alarmierenden Kreischen einer den Ruhm gehörenden Gestalten. Die Kreaturen drehen sich wie ein Wesen zu dir um und greifen dich an. Vitrag-Wachposten, töte Vitrag-Wachposten. Oh, haben wir den einen Vitrag übernehmen können? Ich finde irgendwie, das sieht cool aus, wie Sagadi da mit zwei Pfeilen gleichzeitig schießt. Okay. Certainly. Das hier ist auch wieder etwas größer. Ich würde also erstmal nicht auf die Spinnennetze treten wollen, sondern mich ringsherum umsehen wollen. Also auch hier oben noch. Das machen wir allerdings dann in der nächsten Folge. Ist nämlich mal wieder Zeit zu speichern. Das wäre jetzt 39, also Capes Lock Bahn.
Let's Play 039. Speichern. Und dann machen wir hier einen Cut. Also, bis gleich.